Für ganz, ganz viele ist das der Höhepunkt des Winterfinals. Ski Alpin, der Mannschaftswettbewerb am Vormittag, wurden bereits die vielseitigsten Alpinen gekürt. Da ging es noch jeder gegen jeden gewissermaßen. Jetzt heißt es musketiermäßig alle für einen, einer für alle, nur das Team zählt. Also man freut sich schon für die anderen, sonst ist man halt immer für sich. Es macht echt Spaß, weil du sonst immer denkst, komm, den schlage ich zu Hause. Und hier bist du halt einfach, wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen. Dann ist es egal, wenn ich jetzt verliere oder gewinne in diesem Parallelslalom einmal. Gefahren wird, wie gesagt, im Parallelslalom, also wie bei den Großen. Der einzige Unterschied: pro Team gehen 5 Mädchen oder 5 Jungen an den Start. Die Piste rund 200 Meter lang, 17 Tore müssen umkurvt werden und das alles im direkten Duell. Da müssen auch die Kleinen ganz schön starke Nerven haben, schnell und sicher. Das ist hier das Wichtigste. Ja, also der Start ist anders und man weiß halt dann gleich im Ziel, wer gewonnen hat. Das ist ganz cool. Der Läufer neben dir gibt auch Vollgas und du hast ihn immer neben Blick und so kannst du dich gleich messen mit ihm. Und dann siehst du nicht nur die Zeit, sondern da siehst du teilweise auch den Läufer und das macht einfach Spaß. Das war richtig stark, richtig klasse. Gegen Tage schnellste, so knapp, ne? Das Tollste an diesem Teamwettbewerb neben dem olympischen Geist, dem Mannschaftsgedanken, klar, also das richtig super Tolle ist ja, dass das ganze Spektakel seinen Höhepunkt erreicht in den Finalläufen unter Flutlicht. Dem Fieber natürlich alle entgegen und na klar, das ist natürlich alles nochmal eine Nummer größer und natürlich auch komplizierter. Total, also es macht richtig Spaß, aber man muss sich halt sehr konzentrieren und es sind auch immer jetzt schon sehr, sehr starke Kugeln drin. Und das wird wahrscheinlich eine riesen Kulisse und ich glaube, das wird Hammer. Ja, 19 Uhr ist es jetzt und jetzt geht's nämlich los. Und tatsächlich viele, viele Zuschauer sind da, Teilnehmer, Trainer, Betreuer, Lehrer, Organisatoren, freiwillige Helfer sind gekommen und bilden einen wirklich angemessen, ja, stimmungsvollen Rahmen. So, und die freuen sich richtig. Ja, die drittplatzierten Mädchen aus Nordrhein-Westfalen, die haben gegen Sonthofen gewonnen. Das war schon eine Überraschung. So, und jetzt zum Finale. Finale Tegernsee auf dem roten Kurs gegen Ulm auf dem blauen Kurs. Auf dem roten Kurs die Schwende Johanna für das Gymnasium Tegernsee gegen den blauen Kurs mit der Petzl Nadine. Und es setzt sich im ersten Rennen. Erstes Rennen, klare Siegerin. Tegernsee geht 1-0 in Führung. Beide Kurse sind ja nicht hundertprozentig identisch und deshalb wechseln die Kurse nach jedem Rennen, also eine Mannschaft zuerst rot, dann blau und jetzt hier zum Beispiel zu sehen, Tegernsee wieder auf dem roten Kurs. Es steht 1-1. Ja, klare Sache jetzt für Tegernsee. Tegernsee geht in Führung. Waren ja eigentlich auch favorisiert, die Damen. Mal sehen, ob sie es jetzt schon entscheiden können. Ulm auf rot, aber es kommt zum absoluten Showdown, zum Finale. Ulm siegt hier 2-2. Das letzte Rennen muss die Entscheidung bringen. So, das ist aber relativ klar. Man sieht es, der rote Kurs ganz klar vorn. Tegernsee, die Favoritinnen haben sich dann am Ende doch durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch den Mädels vom Tegernsee. Ja, ich finde es total cool, weil wir sind auch hierher gefahren, also wir wollten auch gewinnen und jetzt kommen wir ja wahrscheinlich zur WM und das bedeutet uns schon viel und wir haben ja auch den Vielseitigkeitslauf gewonnen. Ja, also eine ganz tolle Sache für die Mädels vom Tegernsee. So, und jetzt, ja, Kampf der Giganten kann man schon sagen. Blauer Kurs Garmisch-Partenkirchen gegen roter Kurs Oberstdorf. Garmisch führt zu diesem Zeitpunkt nach Läufen 1-0 und Oberstdorf kann hier ausgleichen. Ja, 1-1. Natürlich war im Vorfeld diskutiert worden unter den Experten und alle waren sich eigentlich einig, dass das Ding hier an Garmisch-Partenkirchen gehen sollte. Ganz knappe Entscheidung jetzt hier. Garmisch-Partenkirchen 2-1 in Front und jetzt ein Sturz auf dem roten Kurs. Der Sportler aus Oberstdorf stürzt, deshalb schon nach diesem Rennen die Entscheidung gefallen. Bundessieger 2015, das Gymnasium aus Garmisch-Partenkirchen.
Der Bundessieger 2015 im Skialpin steht fest. Es sind diese Jungs hier aus Garmisch-Partenkirchen. Jungs, wie fühlt ihr euch gerade? Cool! Ja. Jawohl. Wie, was macht ihr denn heute Abend noch und vor allem morgen? Morgen habt ihr jetzt frei. Also wir feiern und morgen gehen wir andere Sportarten besichtigen, zum Beispiel Skispringen in den Füssen. Ja, und das wird, glaube ich, ganz spannend. Wie waren denn die letzten Tage für euch? Vor allem jetzt mit diesem grandiosen Abschluss. Also richtig nervös waren wir eigentlich schon und wir haben auch das Ziel gehabt, dass wir das so machen. Ja. Ja, super. Dann, okay. Ja, genau. Dann schauen wir gleich mal, dass wir einfach noch ein bisschen feiern gehen hier mit den Jungs. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, Jugend trainiert für Paralympics und Jugend trainiert für Olympia. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.